Jö, weiter im Text. Dich können wir da verkochen. Und morgen früh geht's wieder los zu der Bieneninsel. Weiter fleißig Ressourcen einsammeln. Da ist unser Cobblestone. Da ist Rocky Turf. Ich hätte nämlich gerne noch... Ah, genau, dafür brauchten wir die Bretter. Ich hatte mich der letzte oder vorletzte Folge gewundert, wofür wir eigentlich immer wieder Bretter brauchten. Das war für die Straße. Genau, dafür brauchten wir noch einen. So, und jetzt gucke ich mal, wie das denn hier aussehen würde. Mit den ganzen Boden zu Cobblestone machen. Damit wir in der Basis uns schnell bewegen können. Ja, sieht okay aus. Abgesehen davon, dass wir so im kleinen Kreis laufen können. Muss ich mir überlegen, ob ich das so lassen will. Aber fürs Erste ist schon mal gut. Das Schöne daran ist, wir können das jederzeit wieder rausbuddeln und einfach irgendwo anders hinsetzen. Da gehen ja keine Ressourcen verloren. So, alles einsammeln, nicht abpacken. Ein. Sammeln. Also. Wie viele Steine haben wir noch? 4, das ist nicht viel. 6 ist nicht viel mehr. Ich glaube, wir gehen doch erstmal nicht zu der Bieneninsel, sondern hauen weiter Steine. Denn ich hätte schon ganz gerne die Mauer hier zu Ende durch und ich hätte sie gerne ein wenig höher. Ja. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5 Tage Zeit haben, bis der nächste Wolfsangriff kommt. Aber er kommt bestimmt. Und da wir ja quasi über die Mauer angreifen können, ist das schon recht schick. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie zu Ritterzeiten, wenn man dann von oben mit Pfeilen runtergeschossen hat oder wenn die Belagerer mit den Leitern hochkamen, es mit der Lanze danach sticht, sowas in der Richtung. Oder es sind einfach Löcher in der Mauer, wo er durchpieksen kann. Also ja, irgendwie macht das schon Sinn. Und deswegen halt ein bisschen höher noch bauen das Ganze. Sicherheit geht vor und so. Wobei das Essen echt nicht gut aussieht. Also ja, Mauer zu Ende bauen, Bieneninsel weiter Essen suchen, Kaninchen töten, Bären einsammeln und so weiter. Und danach müssen wir weiter gucken. Eigentlich sollte ich auch morgen und übermorgen mal loslaufen und einfach ganz lange die Gegend erkunden. Solange bis wir endlich mal die Yaks finden. Und nebenbei noch ein paar Lagerfeuer setzen. Also die permanenten Lagerfeuer. Dass wir nicht immer sofort zur Hauptbasis zurücklaufen müssen. Weil dann kommen wir echt nicht weit mit dem Erforschen. Wenn wir nur einen halben Tag weglaufen können, dann einen halben Tag wieder zurück. Zumal das auch tierische Zeitverschwendung ist. So. Das soll erstmal reichen. Wir haben noch Tollbird-Eier, die wir essen könnten. Nee, komm. Wir laufen hoch zur Bieneninsel, holen unsere tägliche Ration Essen ab. Primär durch die Hasen wahrscheinlich. Ah, sieht aber echt nicht gut aus. 59. Ja, das reicht für heute noch. Ich wäre sonst fast versucht gewesen, nochmal kurz einen Zwischenstopp zu machen an unserer Basis, um die Beeren und die Samen zu verkochen. Aber nee, das kriegen wir schon hin. So, kann ich nicht hin. Wo seid ihr? Seid ihr wieder gespawnt? Kaninchen? Ah, da. So, jetzt musst du nur noch weg von deinem Bau. Ah, das müsste schon reichen. Sehr gut. Zack. Wo die Stickies gerade mal so dastehen, nehmen wir die auch noch mit. Die Goldwerkzeuge brauchen hier tierisch viele davon. Das ist ja nicht mehr feierlich. So. Der Baum sieht auch schon fast... Oh. Du siehst besser aus. Du kommst mal mit. Unsere alte Axt verbraten dann auch noch. Muss ja nicht jedes Mal gleich die Goldaxt dran. Und ja, Wilson, du bist hungrig. Das wissen wir. Tut mir ja auch leid und so. Und das geht gerade nicht anders. Wenn wir jetzt schon wieder zurück nach Hause laufen, verschwenden wir den ganzen Tag. Der, gleich vorbei ist. So, oben rum. Hier war doch irgendwo noch ein Hasenbau. Da. Oh, du bist aber... Moment mal. Achso, du gehörst zu dem, du gehörst zu dem. Ah, super.
richtig schön weit weg von zu Hause. Das war ein Fehler. Also, für den Hasen. Und du bist verschwunden. Schade. Waren wohl doch ein wenig zu nah dran. Also die Bauten untereinander. Die fliehen da ja jetzt in den neuen Patchen immer. Aber es war damals auch ganz schön unfair. Ich meine, das war ja vor 3-4 Patchen. Wenn man dann auf einer Haseninsel war, konnte man quasi an einem Tag genug Nahrung für mehrere Wochen fast zusammenjagen. Das war dann doch schon ein bisschen albern und viel zu einfach. So, ihr kommt mal mit, auch wenn wir euch nicht wirklich brauchen. Oh, schön große Bäume. Bleib weg, doofe Biene. Wir wollten heute... Ja, so viel dazu. Wir wollten heute nichts Gefährliches machen. Jetzt tauchst du auf und machst nur Ärger. Außerdem wird's dunkel. Geh einschlafen. Ja, genau, bleib da hinten. So, schnell nach Hause. Kochen. Und Steine weiterverarbeiten. Ah, das wird ganz schön knapp. Komm, beeil dich, Wilson. Das wäre auch noch eine fiese Änderung. Wenn Wilson wenig Lebenspunkte hat oder ziemlich hungrig ist, dass er dann langsamer läuft. Das wäre richtig hinterhältig. So, was haben wir hier? Rocky Turf. Rocky Turf. 1, 2, 3, 4. Nicht, dass ich irgendwann aus Versehen mal unsere Cobblestones verbrenne. Das wäre gar nicht so schön. So, erstmal essen. Das Allerwichtigste für Wilson. Das da heben wir auch gleich auf. Kochen wir auch weiter. So. Bringt fast gar nichts, ne? 5 Punkte. Na gut, besser als nichts. Das Fleisch wird es gleich raushauen, denke ich mal. Auch wenn es nur 2 Stück sind. Oh, obwohl die Beeren 90. Oh. 11, 12 Punkte. So, 101. 113. Man kann da echt zugucken, wie das runterpurzelt. Ich hätte schwören können, gerade eben wäre schneller gewesen. Oh, vielleicht wenn der Magen halb voll ist, geht er schneller leer, als wenn er ganz voll ist. Das wäre komisch. Ja, das ist echt schön an dem Spiel. Man kann so viel rumrätseln und ausprobieren. Macht richtig Laune. So, die verbasteln wir nochmal. Dann machen wir 2 neue Straßen draus. So. Die kommen dann hier hin. Und dahin. So. Sehr gut. Das kann in die Biokiste. Das kann in die Biokiste. Das Schmetterlingsnetz kann hier bleiben. Was noch? Die alte Axt kann hier bleiben. Die Flintstones können eigentlich auch hier bleiben. Das Gold auch. Oh, schon haben wir keinen Platz mehr. Aber wir haben genug geistige Gesundheit und genug Goldwerkzeuge. Hauen wir mal ein bisschen Holz. Wobei mir gerade einfällt, wir hatten bisher noch keine Enten, ne? Oh. Genau. Genau dich meinte ich. Bist du noch ein Riesenexemplar? Wir pflanzen Bäume. Wir sind ganz lieb. Siehst du? Komm, gib mir mehr davon. Weg. Wir pflanzen ganz viele Bäume. Wir sind ganz lieb. Der macht immer so komische Grunzlaute, wenn wir einen Baum pflanzen. Aber irgendwie scheint ja das auch nicht zu beruhigen. Ah, doch. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt haben wir einen riesigen End in unserer Wohnung stehen. Den müssen wir eigentlich umbringen. Sonst können wir hier nie Holz hacken. Na komm. Goldachs ist ausgerüstet. Rüstung ist an. Ja. Hilft nichts.
sollten wir am besten noch irgendwo machen, wo keine anderen Sachen entgegen sind. Damit ich aus Versehen was Falsches anklicke. So, hau nach mir. Ich hau zweimal nach dir. Hau nach mir. Au. So war das nicht gemeint. Ich wollte ausweichen. So, genau. Zweimal zuhauen. Zweimal zuhauen. Zweimal zuhauen. Bist ja gar nicht so drastisch. Zweimal zuhauen. Und er wird irgendwie immer kleiner, richtig? Oder kommt mir das nur so vor? So. Zack, zack. Jo, wird echt kleiner. Oder kommt einfach nur mal näher an die Kamera. Geh mal hoch. Und wirkt immer noch ziemlich groß. Egal, du stirbst einfach. Dann haben wir ganz viel Holz und unsere Ruhe. Und irgendwie habe ich auch den Verdacht, dass die Axt nicht wirklich viel mehr Schaden macht als der Speer gegen ihn. Aber was soll's. So. Komm schon, du garstiges Ding. Jetzt haben wir gleich den halben Tag rum und haben nichts geschafft. Au, 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 au. Ein Schlag, Rüstung 30% weniger. Oh. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Hau zu. Hau zu. Achso, stimmt. WASD. Das macht das Ganze gleich noch ein bisschen... Ah. Einfacher wollte ich gerade sagen, aber es ist einfach nur zu ungewohnt für mich. So, hau zu. Kannst du Weglaufen benutzen. Genau. Angreifen. Und weg. Angreifen. Weg. Komm schon, komm schon. Wie viele tausendmal habe ich ihn jetzt schon getroffen? Das geht doch gar nicht. Da könnte auch irgendwas gepatcht worden sein. Vielleicht müssen wir ihn echt verbrennen. Wir haben keine Stickies für eine Fackel. Komm, 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 komm. Stirb endlich, du. Also ja, man kann drei Schläge reinbekommen. Das ist schon ein bisschen zu gefährlich, genau. Und es scheint unserer geistigen Gesundheit nicht wirklich gut zu tun, gegen einen Baummenschen zu kämpfen. Ich sehe schon wieder das Flackern am Bildschirmrand. So. Oh, das klappt gerade richtig gut. So. Sind die jetzt unsterblich geworden? Der Tag ist gleich rum. Oh, sogar viermal getroffen. Nein! Ja, so viel dazu. Also irgendwas ist mit den Baummenschen echt komisch. Die waren früher zwar auch schon ziemlich zäh, aber das ist jetzt echt der Hammer. Na gut, wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Den will ich mir mal angucken. Aber... Das lief gerade mit der Mauer so schön. Okay, was lehrt uns das? Keine Bäume mehr innerhalb der Basis einpflanzen. Die kommen jetzt irgendwo außerhalb hin und wenn da mal ein Baummensch auftaucht, dann hauen wir ihn einfach einmal an und laufen weg. Dann bleibt er irgendwo in der Pampa stehen und wir können in Ruhe weiter unsere Bäume hacken. Ja, klingt nach einem Plan. Trotzdem ärgerlich. Ich hätte ihn einfach weglocken sollen. Aber ich war zu sehr dahinterher zu gucken, wie viel er jetzt endlich aushält und wann er endlich stirbt. Na gut, Hauptmenü. Ich will gucken. Sandbox. Was sie hier ist. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Wendy. Abigail, komm zurück. Ich bin noch nicht fertig mit dem Spielen. Hat Besucher in der Nacht. Okay, was heißt das? Oh, und sie wird wahrscheinlich keinen Bart bekommen, hm? Also wir können keine Fleischstatuen bauen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber hätte dafür irgendwas anderes. Außerdem bin ich gespannt, was diese Besucher sind. Na gut, spielen.